aber überhaupt nicht klappen. Naja. Dann ist das mal so. Bisher sind wir ja sogar ganz gut durchgekommen, also ist es vielleicht auch nicht so schrecklich, wenn es jetzt mal gepflegt in die Hose geht, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist nicht schlimm, okay? Wenn ich das sage, ne? Dann ist das nicht schlimm. Ohne Witz. So. Now we need to spar a little bit for the next zombie. Incoming. Da unten. Stopp! Okay. Ja, in dem Level müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr sparen jetzt, glaube ich. Was Sonnenlicht anbelangt. Oh, da unten kommt direkt der nächste. Das ist jetzt nett. Können wir doch mal noch eine setzen. So, wir brauchen große Walnuts. Eigentlich überall. Es kommen ja auch Springer. Deswegen fange ich direkt an, die zu setzen. Oh nein. Das ist jetzt aber mega kacke da. Mit ihm hier. Ich habe ja gar nichts jetzt. Ich will nicht direkt eine Cherrybombe nutzen eigentlich. So, schafft die das wohl? Werden wir leben müssen. Nicht so aus irgendwie. Muss ich jetzt ernsthaft eine Cherrybombe für den benutzen? Nicht nochmal so am Rande. Ne? Ich habe gar keine Cherry Bomb gerade. Geldtechnisch. Er hat auf jeden Fall schon mal seinen Arm verloren. Komm. Fuck. Schafft die das? Ja. Okay. Die machen wir gleich wieder weg. Die habe ich jetzt natürlich falsch gesetzt. Ach, was ein Chaos. Können die mich schon aufregen direkt? Mist. Ah, jetzt kommen die hier schon an. Okay, der wird weggeschossen. Der wird so gefressen. And I need more sunlight. Dringend. So, okay. Keine Panik. Auf der Titanic. Land in Sicht, wir sterben nicht. Wie gemein auch, dass der nicht über, hier links springt. Oh Gott, er wird durchbrechen. Bastard! Oh, da hab ich nicht gerechnet, fuck. Was passiert jetzt? Rüst er die auf? Das wäre richtig kacke. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Schieß ihm den Kopf ab! Oh. Okay, wir kommen ja richtig in Bredouille gerade. Ach du Scheiße, da ist schon... Ach du Scheiße. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Wir haben kein Geld. Wir haben eigentlich nichts. Wir können nichts machen. Alles, was sie uns jetzt entgegenschmeißen, ist erstmal richtig scheiße. Okay. Geh mal dahin. Da erscheinen mir gerade so viele zu sein. Okay, der Springer kommt aber zum Glück genau richtig. Das ist schön. So, Moment jetzt, Moment. Ich muss hier gerade mal koordinieren, okay? Oh Gott, schafft er das dann? Ja, hat er geschafft. So, wir haben jetzt leider überhaupt keine Symmetrie. Überhaupt nicht. Aber das ist jetzt gerade mal egal. Ich möchte jetzt das Level hier irgendwie überleben. Boah, wie die Walnut hier fertig machen. Heilige Maria. Machen die mein Walnüsschen da platt? Durch das mal an. Das ist natürlich kacke, weil die so viel kostet. Na gut, da müssen wir gleich die nächste hinsetzen. So. Okay. Zum Glück haben sie jetzt hier im Wasser noch nicht so die fiesesten Zombies, die so auf mich hetzen. Der kommt auch genau richtig da. Oh. Okay,
Hier müssen wir jetzt reagieren. Und zwar damit. Also die Walnut hält alles ab, was gerne angesprungen werden möchte. Das Bild hier gefällt mir überhaupt nicht. Also, oh, scheiße. Oh, ich dachte schon, der nimmt den nicht mit. Jetzt wollte ich gerade in Panik verfallen, ganz kurz. Okay. Mehr davon. Da noch einen hin. Okay, ich glaube, so langsam kommen wir aber hier in die sichere Zone. Shit. Wird der rechtzeitig fertig? Ja, wird er. Tschüss. So. Den hätte ich hier gerne. Oh, armes Nüsschen. Das sieht nicht gut aus für dich da gerade, ne? Sieht überhaupt nicht gut aus für dich. Ich brauche mehr Pflanzen, die mehr Damage machen. So. Das ist, also manchmal machen die mir ein bisschen Angst, aber brauchen die so lange? Okay. So. Noch ein Nüsschen dahin. Los, ein Sonnenlicht. So. Okay. Jetzt mehr Blümchen. Huch. Ein Geknusper am Start, ey. Sieht aber erstmal gut aus. Glaube ich. Oh Mann, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das Level hier ist jetzt gar nicht mehr ganz so einfach. So. Ich hätte gern noch zwei Nüsschen, um mich hier wohl zu fühlen. Wir hier noch kein Nüsschen haben. Oh, ich brauche da auf jeden Fall einen Slower. Und dann den erstmal dahin. Heieieiei, Kollegen hier. Aber wir sind erstmal ganz gut gerüstet eigentlich. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, so schlimm wird es nicht, wie ich gedacht habe. Mal davon abgesehen, dass das Ganze hier aussieht wie scheiße, wie ich hier gebaut habe. Oh, ein Diamant! Was meinst du? Die knabbern natürlich furchtbar viel an meinen Nüsschen hier. Das klingt immer so ein bisschen zweideutig, ne? Tut mir leid, das ist natürlich gar keine Absicht. Doch, eigentlich ist es Absicht. Boah, die Nuss ist gleich platt da. Ich warte, bevor ich die hier unten hinstelle. Nee, okay, sie lebt noch. So. Oh, hier ist die Nuss weg. Jetzt kommt die Final Wave, richtig? Ja. Okay, das heißt, im allerschlimmsten Fall kommen gleich unsere Rasenmäher hier zum Einsatz. Mal schauen. Hier, die eine Nuss da wird sterben. Ich setze da schnell eine neue hin. Und hier ist der Dings durchgebrochen, weil ich da unten keine Stacheln mehr hatte. Okay, dürften wir aber jetzt ganz gut überstehen. Mit Symmetrie hat das hier natürlich jetzt nichts mehr zu tun. Scheiße! Aber wir haben es überstanden! Das ist doch das Wichtigste. Ich mache die noch dahin, damit es wenigstens so ein bisschen aussieht. Und ich werde auch noch die entfernen und dann eine Sonnenblume hinsetzen. Dann ist es wenigstens so ein bisschen. Und hier setze ich noch so eine hin. Jetzt ist es ja fast symmetrisch. Wenn ich jetzt hier noch den hinsetze, fehlt nur eine Nuss. So, das Gesamtbild hier wollen wir jetzt mal... Ach, egal, vergesst es. So, Zettel! Und Geld! So. Hello, we heard you were having a pool party. We think that is fun. We'll bright over. Sincerely the zombies. Okay,
Die Zombies wollen zu meiner Poolparty kommen. Ich kann mich aber überhaupt nicht erinnern, die eingeladen zu haben, ne? Also, so was von überhaupt nicht. Was müssen wir jetzt gegen die machen? Crazy Dave? Kein Crazy Dave. Normalerweise... Okay, wir kriegen wieder Pflanzen. Das ist ja immer so scheiße, ne? Diese zufallsgenerierten Kackpflanzen. Ach. Weiß mal gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ah, das ist schon mal richtig scheiße jetzt hier. Ich hätte den mal da hinsetzen sollen. Ach komm. Was soll's? Der wird schon mal durchlaufen direkt. Cool. Cool. Mal gucken. Entschuldigung fürs Husten. Nein, er wird nicht durchlaufen. Das ist schön. Aber der. Oder? Okay, die sparen wir uns gerade mal ein bisschen auf. Hier die wertvollen Blümchen. Hallo? Okay, er ist auch tot. Juhu! Ja, diese Dreierpflanzen sind schon echt eine richtig coole Sache auf jeden Fall. Ja, im Prinzip brauchen wir hier erstmal gar keine setzen, weil hier die Dreierpflanzen da schon genug Schaden hinballern. Jetzt können wir sogar noch solche dahin machen. Das erfreut mein Herz. Ich setze hier trotzdem mal welche hin. Weil wir es einfach gerade auch haben. So. Okay, jetzt kriegen wir jede Menge Nüsschen. Dann können wir die auch schon mal setzen. Da muss einer hin. Sehe ich schon. Los, macht mehr Damage. Fast schon auf jeder Lane Nüsschen. Das ging ja schnell. Da oben ist gerade so viel Action, ne? Warte mal. Das kann ich nicht tolerieren. So. Hier unten einen hin. Hier noch einen hin. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Nüsschenarmee fertig. Das erfreut mich auch sehr. Und haben sogar noch ein paar über. Mal gucken, was jetzt kommt bei der ersten Wave. Eieiei. Kommen gleich jede Menge Autos. Boah, hab ich ein Schwein, ne? Ich habe die genau richtig gesetzt. Nee, das warte ich jetzt mal kurz, um zu gucken, wo der nächste kommt. Da habe ich zu viel Angst gerade. Okay, wir können mal hier so einen einsetzen. Hier unten. So. Eieiei. Nimm dies. Okay, noch ist alles... Oh. Aber viele Autos hier, das finde ich nicht so ganz in Ordnung, ne? Eieiei, was ein Chaos, ich habe hier gar keinen Überblick. Hier oben ist gerade so viel Action. Die machen mein Nüsschen kaputt. Die fressen das Nüsschen auf. Nein. Ich habe nein gesagt. Ich hätte gern noch so einen Baum. Hm. Jetzt haben die das auch fast aufgegessen. Hallo? Was ein Ekel, ne? Boah. Boah, ist hier Action. Guck mal, wie viele da kommen, was zur Hölle. Okay, Moment. Hier
hier ist ein Baum. Der kommt hier oben hin, weil wir da oben immer so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Squash! Oh Gott, es ist zu viel los hier! Was passiert hier? Heilige Scheiße. Den brauche ich jetzt gerade gar nicht. Mami! Ob das was bringt überhaupt? Squash! Squash! Oh Gott. Okay, ich muss hier welche hinsetzen. Das hat sonst keinen Sinn. Eieieiei. Zu viele Autos, die hier gerade auch ankommen. Und so viel Geld und... Bin überfordert. Okay. Final Wave schon am Start. Oh Mann, oh Mann. Das ist ein Chaos hier. Ich mach mal hier direkt eine hin. Okay, Squash! Ach du Kacke, was ist hier los? Ach du Kacke. Alle so am Knuspern, aber alles geht gut. Und wir können es sogar halbwegs symmetrisch machen. Ein so ein Bäumchen fehlt. Huh, geschafft! Und es gibt ein neues Blümchen. Sieht das nicht süß aus? Der Sea Shroom. Aquatic plant that shoots short-range spores. Der kostet auch nichts. Und der ist so wie unser kleiner Nachtpilz, der lila, ne? Den können wir also völlig umsonst hinstellen. Der macht halt wenig Damage. Aber den können wir, der ist eben für den Pool gedacht. Den können wir ins Wasser setzen. Sodass wir auch fürs Wasser eine kostenlose Pflanze haben, die am Anfang erstmal uns die Zombies vom Leib hält. So, wir gehen mal ins Hauptmenü, weil jetzt ist ja schon Level 4 das nächste. Wir gucken einmal hier rein. Gibt es hier irgendwas Neues? Wir können uns den mal... Also den haben sie jetzt gar nicht gezeigt, ne? Der kommt wahrscheinlich dann einfach mal so überraschend. Einfach um die Ecke so... Bläh. So, den Dolphin Rider Zombie lesen wir uns einmal durch. Dolphin Rider Zombies use dolphins to exploit weakness in your pool defense. Mittelschwer, speed fast, then slow. Also die springen einmal über eine Pflanze, wie die Springer halt. Und dann sind sie nicht mehr so schnell. Nur halt fürs, also das sind die Wasserspringer sozusagen. Jumps over the first plant he runs into. And only appears into the pool. Und, wichtig, the dolphin is also a zombie. Sieht man auch. Und der wird uns als nächstes begegnen, der Jack-in-the-Box-Zombie. Das bedeutet, glaube ich, dass das nächste Level auch wieder ein Nachtlevel ist. Ich meine nämlich, dass der hauptsächlich in den Nachtleveln auch auftaucht anfangs. Ja, ich glaube schon. Ich verrate euch mal noch nicht, was der macht. Vielleicht werden wir es sehen. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin!